Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um zwei Sachen. Zum einen geht es um den Star Club. Thorsten, vielen Dank Thorsten, hat mir zwei Steinhardt-Uhren zur Verfügung gestellt, um darüber Videos machen zu können. Das ist insofern sehr wichtig für mich, weil Steinhardt leider an YouTuber überhaupt keine Uhren verschickt, um Video-Reviews zu machen. Ich habe dort angerufen, gesagt, könnt ihr mir für eine Woche ein paar Uhren zur Verfügung stellen, damit ich Videos machen kann über eure Uhren? Und die Antwort war, das ist uns zu aufwendig, so viel Arbeit wollen wir uns nicht machen, das machen wir grundsätzlich nicht. Und das fand ich schon ziemlich enttäuschend. Und eigentlich wollte ich deshalb überhaupt nichts mehr zu Steinhardt machen, weil wenn Steinhardt kein Interesse daran hat, warum sollte ich welches haben? Ich weiß aber, dass ihr Interesse an Steinhardt-Uhren habt und deshalb fand ich es richtig toll, dass Thorsten mich angesprochen hat, gesagt hat, er hat welche und diese werde ich euch heute und nächsten Mittwoch zeigen. Heute geht es los mit der Steinhardt 39 GMT Premium 500, eine tolle Uhr, bei der Thorsten und ich auch der Meinung waren, wenn wir zwischen der und der anderen Uhr, die ich von ihm bekommen habe, dabei handelt es sich um die Steinhardt Ocean Vintage Red 39 in der Gnomon Exclusive Edition. Wenn wir uns zwischen diesen beiden entscheiden müssten, würden wir wahrscheinlich die Premium 500 nehmen. Bevor es aber richtig losgeht mit der Uhr, möchte ich noch eine Sache auflösen, die ich vor ungefähr 2 Wochen in einem Video angeleiert habe. Und zwar ist das die Verlosung des Lederetuis von H2O. Clemens Hellberg hatte mir nicht nur Uhren zur Verfügung gestellt für Reviews, sondern auch für euch ein sehr hochwertiges Lederetui mitgeschickt, welches ich unter meinen Zuschauern verlosen durfte. Das Etui kostet im Shop 94 Euro, ist also nicht billig und wer es einmal in der Hand hatte, wird auch bestätigen, dass es wirklich gute Qualität ist. Ich habe alle, die einen Kommentar abgegeben haben und gesagt haben, sie möchten das Etui gerne gewinnen, aufgeschrieben und zeige euch jetzt die entsprechende Verlosung. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich alle Namen auf einzelne Zettel geschrieben. Ich mache jetzt mal einzelne Zettel auf, damit ihr sehen könnt, dass die alle auch unterschiedlich sind. Ich mache nicht alle auf, aber doch einige, einfach um wirklich ganz klar zu zeigen, es sind hoffentlich alle, die auch einen Kommentar abgegeben haben. Naja, ich glaube, so langsam reicht es viel mehr. Muss es da nicht sein. Ein paar machen wir noch, damit ihr auch seht, dass da keine doppelten Namen bei sind oder keine dreifachen Namen. Ich habe es zweimal kontrolliert. Ich habe auch keinen vergessen. Jetzt packen wir das Ganze in den schwarzen Beutel. Könnt auch gerne nochmal reingucken, dass der Beutel wirklich leer ist, dass da also nichts versteckt drin ist. Und jetzt kommen die ganzen Zettel da rein. Und anschließend wird das Ganze gut durchgemischt. Oh, und jetzt einmal schütteln. Und nochmal schütteln. Soll ja alles mit rechten Dingen zugehen. Komm, mach zu das Ding, das man nicht sehen kann. Genau so. Und jetzt wird der Gewinner gezogen. Und ja, jetzt müsste eigentlich ein Trommelwirbel kommen. So. Der Gewinner ist Haping 1. Ja, Haping 1. Wenn du das siehst, bitte
schreibe mich an, die E-Mail-Adresse blende ich ein. Ich schreibe es auch nochmal in die Kommentare unter das betreffende Video. An dich geht das wunderschöne Lederetui. Nochmal kurz die Kontrolle. Die Zettel aus dem Beutel sind wirklich alles echte Zettel mit unterschiedlichsten Namen drauf. Ja, ich glaube, das reicht an dieser Stelle. Harping 1, du hast das Lederetui gewonnen. Schreib mich an und dann tauschen wir die Adressen aus und das Etui geht an dich. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt geht es aber um die Steinhardt 39 GMT Premium 500 Keramik. Das ist eine Uhr, die Steinhardt auch in einer größeren Variante im Angebot hat, mit, ich glaube, 42 mm Durchmesser. Dort hat die Uhr aber ein Titangehäuse, ist deutlich leichter. Die hier gezeigte 39 mm Version am Steinhardt Kautschukband ist sozusagen der kleine Bruder des ursprünglich großen Modells. Was mir bei der Uhr wirklich gut gefällt, und das könnt ihr hier schon sehen, das ist der Schliff des entspiegelten Saphirglases. Richtig klasse und finde ich sehr, sehr hochwertig und macht mir wirklich viel Spaß, dabei zuzuschauen. Das Kautschukband ist, so wie ich es von Steinhardt kenne, sehr dick, sehr fest und auch sehr stabil. Ich bin jetzt nicht der Riesenfreund von Kautschuk, Silikon und anderen Kunststoffbändern. Es trägt sich sehr gut, es erfüllt seinen Zweck, es hat eine gute Schließe mit Feinverstellung, aber alles das zeige ich euch im Laufe des Videos noch genauer. Die Lünette ist aus Keramik mit der GMT-Skalierung und die Zeiger wie auch die Lünette sind nachtleuchtend. Aber wie gewohnt werde ich euch auch das selbstverständlich noch im Detail zeigen. Die Zeiger der Uhr finde ich relativ simpel und schlicht, also wirklich nicht so außergewöhnlich, dafür aber sowohl bei Tag als auch bei Nacht extrem gut ablesbar. Das Gehäuse ist das typische Gehäusedesign der Ocean-Serie von Steinhardt mit den relativ flach und gerade abstehenden Hörnern. Bei der kleinen 39 mm Variante finde ich das nicht so störend. Bei den größeren Uhren ist mir diese Gehäuseform etwas zu flach und die Hörner stehen mir etwas zu weit ab. Bei den 39 mm finde ich, passt das wunderbar. Und hier nochmal ein Blick auf den wunderbaren Schliff des Saphirglases. Auf dem Ziffernblatt ist relativ viel los, wie ihr schon gesehen habt, aber auch das kommt selbstverständlich nochmal im Detail. Die Krone ist Steinhardt signiert und verschraubt. Auf dem polierten Gehäuse könnt ihr schon die ein oder andere Gebrauchsspur sehen. So ist das eben bei einer gebrauchten Uhr, die gerne und viel getragen wurde. Und Thorsten hat mir versichert, dass das in der Tat eine Uhr ist, die er regelmäßig und gerne trägt. Mit 39 mm im Durchmesser ist sie auch für kleinere Arme geeignet. Das Saphirglas ist zweifach innen entspiegelt. Die Lünette ist aus Keramik. Der Bandanstoß beträgt 20 mm und die Uhr ist bis 50 bar 500 Meter wasserdicht. Die Gesamthöhe der Uhr beträgt 13 mm und der Horn-zu-Horn-Abstand beträgt handgemessene 47 mm, wobei durch das Silikonband hier eine etwas größere Auflagefläche entsteht. Das Silikonband selber ist 20 mm breit am Anstoß und verjüngt sich deutlich, was in meinen Augen sehr zum Tragekomfort beiträgt. Die Butterfly-Schließe schließt sicher und sauber
Sie ist nicht allzu dünn, hat schön facettierte Kanten und, wie ich finde, sehr schön die Dreiecke am Ende der Schließe mit dem Steinhardt-Logo, was sich auf die Schließe zusammenfaltet zu dem Gesamtlogo über den Anstoß hinweg. Mit zwei Drückern lässt sich die Schließe öffnen und das Band selber hat auf jeder Seite vier kleine Löcher zur Feinverstellung. Die Uhr wird angetrieben von dem ETA 2893.2 bzw. Sellita SW 330, je nach Verfügbarkeit, jeweils in der Qualitätsstufe Elaboré oder vergleichbar. Die Lünette dreht sehr fest mit Handschuhen, nicht ganz einfach zu bedienen. Gut bedienen lässt sich die verschraubte Krone auch mit Handschuhen. Und hier könnt ihr sehen, das Gewinde ist sehr sauber gearbeitet. Von beiden Seiten passt das wirklich gut. Die Krone ist griffig und durch den Kronenschutz auch ausreichend gut geschützt. Das Werk ist leicht verziert, der Rotor schimmert golden, die Schrauben sind gebläut. Alles das, was man von der Premium Edition von Steinhardt auch erwarten darf. Ja, hier können wir es nochmal sehen. Auf dem Ziffernblatt ist relativ viel Text oder spiegelt sich mein iPhone aber sehr gut. Steinhardt plus Logo, Ocean für die Serie, 39 für die Größe, GMT 500 fürs Modell, Swiss Made links und rechts neben dem Datum. Das ist schon ein ziemlich volles Ziffernblatt. Und wenn man jetzt die Uhr etwas kippt, dann seht ihr in dem facettierten Teil des Saphirglases, wie sich Swiss Made spiegelt. Hier steht es jetzt links und rechts neben dem Datum. Und wenn ich es etwas kippe, dann erscheint der gleiche Schriftzug unmittelbar oberhalb der Lünette noch einmal. Finde ich alles wirklich, wirklich gut gemacht, qualitativ hochwertig und eine sehr, sehr schöne Uhr, die ich für mich selber auch gewählt hätte, wenn ich zwischen der und einer Standard-Ocean-Serie entscheiden müsste. Schauen wir doch einmal, was die Uhr am Kautschukband wiegt. 101 Gramm, 100 Gramm, das Band ist gekürzt auf 17 cm Handgelenksumfang. Apropos Handgelenksumfang, schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem Arm sitzt. Dafür muss ich meine Laco Frankfurt GMT abnehmen. Aktuell habe ich sie am Erika-Band, was ich sehr mag. Ach, beim Mögen, wenn ihr mögt, drückt doch gerne den Like-Button und damit könnt ihr mein Video, meinen Kanal unterstützen. Für euch kein großer Aufwand, für mich aber eine wirkliche Hilfe. Ja, hier die Premium 500 an Arm. Ihr könnt gerade sehen, das Band ist knapp lang genug für mich. Da hatte ich mir gerade die Haut ein bisschen eingeklemmt. Ich finde, die Uhr macht am Arm wirklich was her und für 690 Euro finde ich sie auch definitiv nicht überteuert. Wunderbar gearbeitet an meinem Arm. Alternativ zu dem Kautschukband gibt es auch ein zweigliedriges Stahlband. Das zweigliedrige Stahlband ist hier in der Form eines Oysterbandes gearbeitet. Und ohne jetzt die Bänder zu wechseln, halte ich es mal an die Uhr. Und auch das steht der Uhr, wie ihr sehen könnt, wirklich gut. Für den Sommer würde ich wahrscheinlich ein Stahlband, vielleicht aber auch ein Canvasband wählen. Und damit wäre die Uhr für mich eine wirklich, wirklich gut geeignete Sommeruhr. Richtig schön gemacht. Das Stahlband ist, wie ich finde, gut gemacht, seinen Preis wert. Die Glieder sind relativ lang, haben ein Gelenk. Die Schließe ist massiv, rastet sauber ein, hat eine ausreichende Menge an Löchern zur Feinverstellung. Alles in allem für mich kein Grund zur Beschwerde, passt sehr gut zur Uhr und lässt die Uhr sowohl sehr, sehr sportlich wirken mit dem Kautschukband als auch etwas feiner mit dem Stahlband. So viel
zu der Uhr, den Maßen, den Daten, wollen wir doch einmal schauen, wie die Uhr bei Nacht aussieht. Das ist also die Uhr. Um sie bei Nacht zu betrachten, machen wir erstmal die Videoleuchten aus und können sehen, die Uhr hat ein wunderschönes Nachtbild und ihr könnt sehen, ich habe die Lünette noch nicht richtig ausgerichtet. Das hole ich jetzt nach und es ist, glaube ich, eine Premiere auf meinem Kanal, dass ich einmal eine Drehlünette im Nachtbild gezeigt habe. Wirklich toll gemacht. Von der Seite auch immer noch gut ablesbar. Ihr könnt sehen, der Schliff des Saphirglases sorgt für einen speziellen Lichtreflex. Und im Vergleich dazu zeige ich euch auch die Steinhardt Ocean Vintage Red 39 Gnomon Exclusive. Komplett anders, beide aber sehr, sehr gut ablesbar. Die Vintage Red kommt in einem der nächsten Videos. Ja, ich kann nur sagen, ich teile die Begeisterung von Thorsten. Er sagt, das ist eine Uhr, die er sehr häufig trägt. Ich kann das wirklich gut verstehen. Sie ist bequem, komfortabel am Arm. Sie ist gut verarbeitet. Sie ist außergewöhnlich. Sie ist farbenfroh. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, warum man Freude an der Uhr hat und hätte sie wahrscheinlich auch selber. Für 690 Euro kein Schnäppchen, aber auch garantiert nicht überteuert. Und eine wunderschöne Urlaubsuhr und auch als einzige Uhr geeignet, wobei das für die meisten von uns ja wahrscheinlich nicht in Frage kommt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet, was ihr vielleicht anders gemacht hättet. Ich gehe davon aus, einigen von euch ist 39 mm zu klein, andere freuen sich über die Größe. Bleibt in jedem Fall bitte gesund, freut euch auf die nächsten Videos und Harping 1. Bitte melde dich, damit ich dir das schöne Lederetui schicken kann. Bis dahin, tschüss, euer Axel.